Sie ist ein Topmodel, sie ist eine Modemacherin und sie ist neuerdings auch Moderatorin. Und sie hat anfangs Jahr sehr glamourös in St. Moritz geheiratet. Ich hole sie hier in der Innenstadt vor dem Jelmoli ab, Bianca Gubser. In mehreren Interviews hast du immer wieder erwähnt, dass dein Vater und auch deine Mutter eigentlich aus ganz normalen Verhältnissen kommen. Aber trotzdem bist ja du im Jet-Set aufgewachsen. Wie war das? Ja, also ich bin dann irgendwie so ein bisschen reingerutscht in einem sehr jungen Alter, mit 14, um genau zu sein, 15. Und ich konnte in einem frühen Alter sehr viele Leute kennenlernen von überall auf der Welt, was für mich natürlich jetzt im Nachhinein rückblickend total lässig war. Egal wo ich hingehe, konnte ich langjährige Freundschaften aufbauen. Du hast mal gesagt, dass Kinder von Reichen sagen oft, ein Fall für Psychologen. Was hast du gemeint damit? Ich habe gemeint damit, dass oft man hat so ein das Gefühl von außen, die Kinder sind ja, die haben es sowieso besser und sind privilegiert und alles wird denen irgendwie in die Wiege gelegt. Was ich eigentlich damit wollte sagen, ist, dass ich viele Freunde habe, die eben genau durch das, dass sie alles könnten machen und dass ihnen alle Wege eigentlich würden offen stehen, oft dann irgendwie so ein gar nicht mehr wissen, was sie wollen machen. Und durch das, dass sie vielleicht auch wissen, dass sie nicht unbedingt arbeiten müssen oder es ihnen immer irgendwie gut geht, sie so ein bisschen die Lust verlieren, etwas selber auch zu erreichen und dann auch ein bisschen depressiv werden. Und dann ist das ein ganzer Cycle, wo irgendwie einfach so ein bisschen die Spirale, die dann einfach so ein bisschen ins Elend führt. Und das sieht man schon ab und zu, ja, leider. Wie unterscheidest du dich dann von diesen Kindern? Also ich unterscheide mich von diesen Kindern im Sinne von, dass ich immer arbeiten musste. Also meine Mutter und mein Vater waren da relativ streng mit mir. Ich hatte auch nicht einfach ein Budget zur Verfügung, das sie gefunden haben, du darfst jetzt machen, was du willst. Es war alles immer sehr kontrolliert. Und ich kann ja mit 14 auch anfangen zu modeln und mir so ein bisschen meine Selbstständigkeit schon in einem frühen Alter können irgendwie erarbeiten. Was treibt dich an? Mich macht glücklich, Erfolgserlebnisse zu haben im Job. Mich macht glücklich, das Gefühl zu haben, ich werde gebraucht. Mhm. Ich stehe am Morgen auf, ich habe E-Mails, ich muss etwas machen. Ich muss meine E-Banking-Sachen machen, ich muss Mahnungen rausschreiben an Kunden. Wie auch immer, was das gerade der Alltag beinhaltet. Und das behaltet mich auch vital im Kopf. Ich könnte es mir anders gar nicht vorstellen. Vor allem, ich bin noch so jung, ich habe noch kein Kind. Wieso sollte ich daheim sitzen und nichts machen? Also, ja. Das könnte ich mit mir gar nicht in meinem Gewissen vereinbaren. Irgendwo durch. Du hast eine Unternehmung gegründet, die vegane Mode herstellt. Du bist aber selber nicht vegan. Nein, ich lebe selber nicht vegan. Ich liebe Sushi. Ich könnte leider nicht auf Fisch verzichten. Ja. Auf Fleisch könnte ich irgendwie verzichten, aber okay. Sushi ist meine absolute Leidenschaft. Aufgabe jetzt in dieser Firma? Alles. Ich mache tatsächlich die ganze Supply Chain. Also ich suche Materialien aus, ich gehe in die Produktion, ich erstelle Prototypen, also die Kollektion quasi. Ich gehe auf die Messe, ich gehe zu den Kunden, ich liefere aus quasi. Ich mache den ganz logistischen Teil. Dann machen wir den Online-Store. Also du tust ausliefern, du gehst also mit den Schachteln vorbei? Zum Teil habe ich auch schon gemacht in der Schweiz, wo sie Spaco sind, ja, einmal. Also nein, aber ich meine die Logistik, ich tue die ganzen Abläufe koordinieren, über das Lager in Mainz und sehr viel, doch. Hast du jetzt ein paar Schuhe an eigentlich? Ja, klar, jetzt habe ich ein paar Schuhe aus der Winterkollektion. Musst du irgendwie auf die Kamera strecken? Ja, vegane Schuhe im Leopard. Aber das fühlt sich ja... Das ist jetzt ein Cotton. Musst du es nochmal aufheben? Entschuldigung. Ja, genau, so. Du bist ja ein Scheidungskind, gell? Glaubst du trotzdem an die ewige Liebe? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist lustig. Jetzt, als ich das, als ich geheiratet habe und eben genau, weil ich ein Scheidungskind bin und weiss, was das auch mit sich zieht. Ich will nicht sagen, es ist nur negativ. Meine Eltern haben es super gut gehabt miteinander das Leben lang. Also mal das vorne weg. Aber es macht oft weh als Kind. Man hat oft Konfrontationen, wo man sich irgendwie halt, ja, das Mami und der Papi sind halt nicht zusammen, wie bei anderen, wo jetzt zum Beispiel wie beim Mann, wo die Eltern seit 15 zusammen sind. Ich würde mir wünschen, meine Kinder nicht durch eine Scheidung zu bringen.
Es wäre wirklich... Toi, toi, toi. Neben dem, dass ich selbstständig sein wollte, ein grosses anderes Ziel für mein Leben. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke. Okay. Ja. Wir fahren jetzt aber zu deiner Grossmutter nach Oberrieden, gell? Genau. Was hat sie für eine Bedeutung in deinem Leben? Sie ist ganz, ganz eine starke Frau. Sie ist sehr nah. Ich bin sehr nah mit ihr aufgewachsen. Sie hat sehr viel auf mich geschaut früher. Das ist die Mutter von meinem Vater. Von deinem Vater. Sehr eine starke Frau. Ist das Leben lang selbstständig gewesen. Hat einen Kindermodenladen in Thalwil. Ah. Hat, da kommt das Modegehen her. Genau. Kommt das Mode. Ja, mein Vater hat ja auch ein Modelabel gehabt. Und sie hat vor 15 Jahren meinen Grossvater verloren. Und im Jahr 2013 zwei von ihren drei Kindern verloren. Nein. Doch. Und ist so stark. Yes. Sie ist, versucht immer noch positiv zu sein. Mm-hmm. Sie sagt natürlich oft, sie würde am liebsten. Sie verstehen nicht, wieso sie noch da sei und ihre Kinder nicht. Wenn du eines Tages eine Tochter hast, was für Tipps gibst du ihr mit auf den Weg? Ich habe gerade kürzlich mit meinem Mann über das geredet, dass ich sehr streng werden werde. ich finde das auch wichtig. Ich würde mir hoffen, dass ich ein gutes, ehrliches Verhältnis zu meiner Tochter wird haben. Ich habe meiner Mutter immer alles erzählt. Ja. Alles, positiv und negativ. Ich finde, ein Ruf für ein Mädchen, vor allem in einer kleinen Stadt wie Zürich, ist sehr, sehr wichtig. Ein Mädchen sollte sich selber wertschätzen. Was auch damit zu tun hat, dass ein Mädchen sich rar geben sollte. Aufpassen, was sie macht. Es ist leider schnell bei Frauen irgendwann in einem jungen Alter, wo sie noch nicht genau wissen, was die Konsequenzen sind. Also ich habe zum Beispiel ich habe immer meine Finger von Drogen lassen. Ich habe nicht viele Freunde gehabt. Das sind halt Sachen, die einem nachher im Nachhinein doch irgendwie auch vielleicht ein bisschen an andere Männer dann anbringt. Ich finde Ausbildung sehr wichtig und ich finde es wichtig, dass ein Mädchen auch, vor allem heutzutage ist, dass es muss, dass ein Mädchen auch selbstständig ist und etwas erreichen will. Also wenigstens. Oder ambitioniert ist. Wir tun das Interview nachher, wenn es deine Tochter eines Tages gibt, dann wäre ich das vorstellen. Ich hoffe, ich habe ein Mädchen. Ich wünsche mir wirklich ein extremes Mädchen. Also ich hätte auch Freude an einem Bub, aber... Ja. Und wie würde sie heißen? Vielleicht... Rachel. Nein, genau. Ja, genau, zweiter Name, Rachel. Nein, ich weiß es noch nicht. Also der Bub würde Sai heißen. Sai, oh, schön. Genau, jetzt da rechts rein. Aber für das Mädchen habe ich leider noch keinen Namen. Jetzt können wir da, also wir sind jetzt da eigentlich. Okay, also das ist der Eingang. Genau, danke vielmals. Wunderbar. Danke vielmals, dass du mich zu meinem Grossi gefahren hast. Ja, gerne schön. Würde sich freuen. Du, alles Gute. Danke. Toi, toi, toi. Merci. Ciao. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao.